nochmal. Lustig wäre noch der Benzinkan, dass der Typ auch noch dabei wäre und die ganze Zeit noch alles. Oha! Dann geht's so richtig ab. Dann gibt's hier wirklich. Dann ist Polen offen. Viel Spaß. Lava mit Julia. Julia. Und Romeo. Aha. Bin ich denn Romeo oder was? Gibt's denn sowas? Na, dann muss ich doch was auf dem Thumbnail herstellen. das passt doch. Wenn ich da mal keine Balkonszene hinkriege. Nee, krieg ich nicht hin. Mal schauen. Wasserrad. Das wird jetzt hier so richtig. Ja. Noch einmal Julia nachspielen. Passt ja. Wenn eine stirbt, dann geht der andere sich mit. Ideal. Sie lassen mich nur Tasks machen. So. Machen wir das hier. Nicht killen, bitte. Ich hab gesagt, nicht killen! Nicht killen, bitte. Wir sind zwei tot. Tja, Julia. Oh, das war eine kurze Romanze. Hey! Hallo. In nur einem Aufzug. Lila. Ich habe Thoram gefunden. Der liegt direkt in der Tür von Specimen. Ich konnte die von drin nicht reporten. Und der gerade, dass die Tür aufgeht und Liz ist, glaube ich, gerade an Admin Table gekommen. Exakt, ich war gerade an Lifeline, habe gesehen, dass vier Leute tot sind. Und bin jetzt gerade runter zum Admin Table und wollte schauen, wo eventuell eine Leiche liegt. Aber wenn du jetzt sagst, der lag da genau, also keine Ahnung, ich habe es jetzt nicht gesehen, aber ich glaube dir das. Ja, weil wir gehen gerade die Tür auf, also du hast reported, ja. Also dann wirst du das sein. Und in Specimen habe ich nur Phil gesehen. Ja, ich war in Specimen und habe Simon's Hess gemacht. Okay. Hast du in Decontamination oder, also nochmal, an welcher Seite war jetzt die Leiche? Richtung Office, halt beim Admin. Und ich war in Decon und habe die Leiche schon auf der Tür liegen gesehen, aber ich konnte nicht reporten und musste warten, dass die Tür aufgeht. Okay, das könnte wahrscheinlich auch erklären, warum ich auch keinen gekriegt habe, bis die Tür jetzt aufging. Also wenig als letztes. Ich stand jetzt gerade an Admin dran. Also wenig als letztes mit Thoram gesehen habe, von Specimen war Alex. Das ist korrekt. Aber die tote Julia kann dir bezeugen, dass ich dann tatsächlich nicht mehr dort war. Sehr gut, sehr gut. Könnt das Alibi. Könnt ihr dir bezeugen. Wenn umgebracht hat, ist er weg. Okay. Nein, also. Okay, aber wir haben vier Leute tot. Also nachdem Jan jetzt reportet hat, nehme ich mal schwer an, dass es nicht ist. Ich bin es auch nicht. Alex sagt, er ist es auch nicht. Wo sind Gabi, Phil? Gabi, wo bist du? Gabi sagt lieber mal nichts. Okay, Phil, wo bist du? Na, ich bin immer noch in Specimen. Also wie gesagt, ich habe gerade Simon's Hess gemacht. Dann habe ich hier diesen, wo ich die Sachen reinlegen muss. Genau, und dann wollte ich jetzt nach oben. Okay, hat irgendjemand Zwergi, Red oder Thoram gesehen? Weil die müssen ja dann irgendwo anders sein. Naja, Thoram wurde ja reported. Ja, ja, richtig. Thoram wurde reported. Ich war in den Camps jetzt zum Schluss, konnte aber noch nicht komplett durchswitchen. Weiß nicht, ob die vielleicht unten in der Pool liegen. Okay, und vorher hast du wen wo umgebracht? Nur als Hilfe. Ich hab halt Gabi ganz am Anfang irgendwas mit der Benzintask machen sehen, aber sie ist direkt rechts gegangen und dann direkt nach links gelaufen in den Camps. Ohne das nochmal aufzufangen. Ein Drama in leider nur einem sehr, sehr kurzen Nacht. Das war ein bisschen weird.
In meinem Kopf überlege ich mir gerade einen Titel für einen Titel und Thumbnail. Ich müsste ja Romeo und Zwergi heißen, das ist so. Damit ich eindeutig einen weiblichen Part darstelle. Und dann passt das nicht mehr. Ich habe gerade in Labs gesehen, wie Andy getötet hat. Okay. Direkt vor mir. Kann euch auch sagen, wo die anderen drei Leichen letzte Runde waren. Ich glaube, es passt auch von der Story her. Einer am Baum und einer im Gang beim Electrical. Nee, okay, doch, nee, das war andersrum. Julia hat sich umgebracht und dann ist dann... Dann rausnehmen, weil du kamst dann ja... Dann ist Romeo auf den... Quark, auf der Leiche von Julia dann. Kamst, ja. Ich kann dich für die Runde garantiert einen Film rausnehmen, der hat mit mir gerade Weapons gemacht. Ich habe das mal irgendwann beim Theaterstück davon gesehen, aber das ist ewig, ja. Also ich habe gerade die Storage-Tasks gemacht. Bin ziemlich aufgefüllt. Der Alex hat mich, glaube ich, auch gesehen. War das Julia? Ich habe nicht gesehen. Nee, ich glaube, der Prinz Alex, Romeo. Ich checke oder eben. Dann über der Tod. Ist auch direkt Julia an mir vorbeigelaufen. Ich weiß auch nicht, ob euch aufgefallen ist, dass vielleicht noch Events zu sind. Warum bin ich jetzt Checkle oder Imp, wenn ich an dir vorbeigelaufen bin? Weil du gerade also, Lichter ist aber... also ich meine, Lichter hat gesagt, er hat dich gerade killen sehen. Ich wollte gerade sagen, so... Was? Licht hat dich killen sehen und mich ziehst du jetzt mit rein, oder was? Ja, das finde ich gerade komisch, aber okay. Ich kann nur sagen, ich war es nicht. Und ich habe ein paar Vents zugemacht. Genau. Gabi, bist du diese Runde Ansprechbar? Okay, ist die Gabi bei uns im Discord oder ist sie rausgedroppt? Ja, Gabi ist da, sie redet auch. Ja, ich schau mal, sie nicht. Nix. Hallo? Ah, jetzt hören wir dich. Sehr schön. Okay, gut. Also ich war jetzt gerade bei den Camps, hab da so ein bisschen durchgesappt, hab gesehen, wie das Licht beim Medic war, hat da nebendran die Task gemacht und dann sind die Camps ausgegangen. Und danach wurde 2 Sekunden später reported. Und wo hast du den Kill gesehen, Licht? In Labs oben. Ja, komm. Okay. Dann spricht da wenig dagegen, ehrlich gesagt. Jeanne? Ach nee, Jeanne war unschuldig von der ersten Runde schon. Ja, ist halt blöd, dass keiner meine Rolle callt, ne? Aber gut, dann passt schon. Ihr werdet sie. Dun, dun, dun! Voll die Drohung! Ja, und jetzt sehe ich dann schon, die ganze Zeit geht da vor uns die Türen wieder zu, weil der Geist einfach nur sauer ist. Wie denn hier? Ja. Magie! Oh, ups. Zauberei! Nein, Physik. Und auf einem Haufen. Ist aber jetzt nicht Corona-konform. Auch wenn da ein paar Geister drunter sind. Das ist hier nicht wirklich. Das ist aber schlecht. Gucken in Camps. Mich nervt das Geräusch einfach ab. So, dann beendet mal die Runde hier. Doof. Wir haben noch ein Jakar und ein Zeitgefühl. Okay, das finde ich wundervoll. Und ein Zier. So. Ein Zier. Das ist du musst Leute, doch. Oh nein. Das muss doch jetzt. Okay. Phil, wer war gerade noch mit dir im Lab? Alex. Okay, dann ist Alex wahrscheinlich jetzt gerade in die Decon gegangen. Die Leiche liegt auf dem Medbay-Scan. Tja. Wo ist der Phil? Ich bin gerade raus. Und der ist für mich irgendwie safe. Ich weiß du standst nicht. Auch gerade neben mir, Liz. Also wir haben uns gerade gekreuzt vor Electrical. Das kann sein, keine Ahnung. Ich weiß nur, dass Licht einen Upload gemacht hat, auf den habe ich mich konzentriert. Weil ich habe nämlich von oben, siehst du nämlich den Namen durchscheinen. Deswegen stand ich da neben Gitter. Ja genau, und da oben haben wir uns dann gesehen. Ich wollte gerade die Tür öffnen. Okay, das kann sein, das weiß ich nicht. Weil ich nur noch einen Task habe. Okay. Ich hatte dich an einem Note neben... Communications gesehen und bin zu Communications. Bis. Ja genau, Licht hat seinen Upload gemacht, genau. Ich hab dich von außen heimlich beobachtet, ob die Zeit stimmt. Alles gut. Aber das sah gut aus, deswegen bin ich mir jetzt dann auch vom vorigen Vote eigentlich verhältnismäßig sicher, dass du da den richtigen gecallt hast. Das sei denn, wir haben einen Morphling drin. Ja. Nee, also Phil ist mir aus dem Lab entgegengekommen. Doch, haben wir. Und ich bin halt dann durchgelaufen, hab halt die Leiche auf dem Medbay gesehen.
Und unten ging die Tür zum Special. Ich dachte, ah shit, ich hätte noch schauen müssen, aber da hatte ich schon den Report-Button geklickt. Deswegen war das, ich bin doof, noch da. Also ich finde Alex an sich auch keinen schlechten Vote. Wie gesagt, für den ersten Kill kommt er auch in Frage, unten bei Specimen. Hatte ich mir auch gesehen. Also für mich klingt er logisch. Für mich nicht. Dachte ich mir. Ja, die Frage ist, wie viel haben jetzt rausgevotet schon? Aber gehen wir mal von der Prämisse aus, dass es war. Also ich war im Dekon, das will ich jetzt auch gar nicht abstreiten. Aber wie zum Teufel bin ich dann an dir vorbeigekommen? Mir? So, ich will jetzt dir nichts unterstellen. Ich bin halt erst oben. Aber wie bin ich an dir vorbeigekommen, ohne dass du mich gesehen hast? Ich bin halt erst oben zum Teleskop gegangen, um zu gucken, wo die Leiche letzte Runde lag, weil ich's ja, aber du musst mich doch gesehen haben. Nö, hab ich nicht. Aber ich bin doch unaufmerksam. Oh. Bye bye. Sus. Ciao, Alex. Und haben wir schon gewonnen? Ne? Und das ist jetzt Schakal. Das Sidekick. Oh, ich hab noch ein paar Tasks. Ich dachte kurz, es wäre falsch. So, hier noch Weapons, diese ganzen langen Tasks hier. Sehr schön. Donut. Dass man da auch nichts anderes, wenn ich jetzt den Chat öffne, dann ist das weg. Dass man das nicht machen kann. Jack Calvins. Nice. Hat er noch? Team Jack Calvins. Aber alter Alex, bist du geschnetzelt, ey. Ich dachte mir die ganze Zeit, ich hab das Sidekick. Fuck it. Alter, hättest du mich gerade getötet haben, wollte ich dich gerade erasen. Nice. Ja. War ja nicht schlecht. Geil. Aber das nice war gut gespielt, ey.